Wow. Boah, der nervt. Shit, was mache ich denn jetzt? Zu viele. In der Mitte sind viel zu viele. So, einfach mal schnell hier durchwuschen. Da haben wir eine Leiter. Und am Sitzen. Unter deine Hose. Immer schön vorsichtig. Wenigstens tragen die einen Helm auf Arbeit. Das können die gebrauchen. Boah, so viele in einem Scheißraum. Du, stehen bleiben. Okay, ich gehe lieber. Shit, wenn ich da in die Ecke gehe. Obwohl. Geh ruhig weiter. Da liegst du nämlich perfekt. Ah, fies. Ah, doppelt fies. Dreifach fies. Oh mein Gott. Und da finde ich die Munition. Nicht schlecht. Einer wieder fleißig am Trainieren. Hier knipsen wir einfach das Licht aus. Shit, da ist nur noch Licht drin. Ah, komm schon. Da war ich ein bisschen zu laut. Och nö. Da macht man mal einen Alarm alleine. Ich hätte einfach durchrennen können. Shit, der Typ, der leuchtet aber gut, ey. Ja, ganz schön gruselig da. Die Station ist in der Nähe, da ist das MG, das Suchlicht, deine Kameraden sind um dich herum, aber dann raschelt irgendwas in den Spinnweben und das Geräusch lässt dein Blut gefrieren. Warum fackelt ihr die Spinnweben nicht ab? Das tun wir ständig, aber nach wenigen Wochen haben die verdammten Biester wieder alles mit dem Zeug bedeckt. Verdammt, die sind schon eine Plage. Vielleicht sollten wir einfach das Tor zuschweißen und hätten das aus dem Kopf. Und was, wenn wir schnell nach Venedig müssen? Wie soll das gehen? Einen Zug durchs Territorium der Hanse nehmen? Vergiss es. Die einzige Möglichkeit ist es, diese verdammte Wache hier zu schieben. Tja, ja. Eigentlich könnte ich euch beiden locker erledigen. Aber der an der MG kann zum Problem werden. Holy shit. Aha, Munition. Munition ist hier überhaupt nicht so, wie ich sagen, spärlich verteilt. Finden wir eigentlich überall. Oh, fuck. Lass mich raten, da kommen neue Wachen. Ja. God damn it! Man denkt, es ist so easy. Warten wir ein bisschen. Dann gehen wir da rum. Und als ich dahin geleuchtet habe, war da nichts. Mach dir deshalb keine Sorgen. Nach einer 6-Stunden-Schicht passiert immer irgendeine seltsame Scheiße. Vielleicht. Aber irgendwer klaut uns Teile und Nahrung. Vermutlich jemand von uns. Wartet, bis wir uns umgedreht haben und verkauft die Scheiße dann an die Hanse. Wie auch immer. Die hohen Tiere sollten dich besser nicht so reden. Okay, wir können langsam da rumkommen. Perfekt ausgenutzt. Muss nur gucken, dass ich da von dem Idioten nicht gesehen werde. The damn, okay. Rauchen ist ungesund. Die rauchen wahrscheinlich Pilze. Wenn anders gezüchtet als die Wodka-Pilze. Denn die machen besoffen, die einen machen dich richtig benebelt. Danach torkeln die rum und singen Lieder. Ich glaube, die kriegen so richtig krasse Visionen von der Scheiße. Na, was geht, Kollege? Oh shit, ich weiß gar nicht, ob hier noch mehr Leute sind. Werden wir noch schon herausfinden.
Ab durch die Mitte. Keine Zeit verschwenden. Okay, was machen wir denn hier? Ah, da geht's zur Seite rein. Voll. Alles voll. Ich brauche gar keine Granaten, nix. Wir haben gar nicht eingesetzt. Ein bisschen Bumm machen werden wir später. Bis ich mich umgedreht habe. Okay. Null, nix, nada. Wow. Das ist ja mal wieder eklig. Müssen wir eigentlich mit dem Messer da hingehen und als Feinkost da mal so richtig probieren. Richtig lecker. Diese widerlichen, ekligen Viecher. Oh, oh shit. Bleib unten, sonst macht dein Gehirn Platsch. Platsch, Platsch. Artyom, bist du das? Was zum... Ich konnte über meinen alten Bekannten, Andrei, den Waffenschmied, einen Bericht an den Orden schicken. Zumindest wird Miller wissen, dass ich noch lebe, dass ich den Auftrag nicht abgeschlossen habe, aber auch noch nicht davon zurückgetreten bin. Was zum Henker macht er hier? Du steckst ernsthaft in der Klemme, Mann. Aber ich kann dir helfen. Ich habe Freunde und die haben Freunde, die alles, was du mir sagst, an deine Leute vom Orden weiterleiten können. Jetzt musst du also nach Hause. Zur Polis zurück. Ja, es gibt keinen direkten Weg. Hier ist alles abgeriegelt. Aber ich glaube, der Orden hat in der Nähe an der Oberfläche einen Außenposten. Die Kirche in den Sümpfen. Probier es dort. Wenn wir deinen Leuten etwas mitteilen können, dann treffen sie sich vielleicht... Ja, ja, Moment. Ich muss dich kurz beklauen. Du hast doch garantiert was Lustiges hier. Was mich betrifft, ich habe die Bücher kannst du ballen. Nö, kannst alles ballen. Ich habe Kuznetski Most verlassen. Die Roten haben die Station völlig unterwandert. Von Zelda oder ein Fallout. Suchen nach Verrätern und Spionen. Schicken Leute in Lager oder erschießen sie einfach. Alles wegen des bevorstehenden Krieges. Die Leute flüchten von Kuznetski Most und aus der ganzen Roten Linie. Hast du den gepanzerten Zug gesehen, den die Roten bauen? Also... Wir haben auch etwas gebaut, was dem zeigt, dass die Flüchtlinge uns bringen. Hier, sieh dir mal dieses Baby an. Die Jungs haben ihr sogar einen Namen gegeben. Holy shit! Serena. In sie kann man sich nur verlieben. Oh ja, bin ich ganz deiner Meinung. Sexy, sexy. Gute Arbeit geleistet. Aber Teufel auch, man kann nicht jeden retten, also... Nimm sie. Wir haben auch Leute in Venedig. Wenn du dorthin kommst, suchst du nach Specht und sagst ihm, wo du unser Baby zurückgelassen hast. Kletter okay. Rein. Suchen wir nach dem Specht. Jetzt gucken wir uns neu um. Das wird episch. Guckt euch mal den Arsch an. Und die Front ist auch nicht von schlechten Eltern. Komm rein, Artyom. Du machst schon. Mit der Ruhe, kaputt. Ich muss das Baby ein bisschen angucken. Hell yeah. Sorgen wir für Chaos. In Ordnung, Motor starten. Wir basteln noch an ihr. Daher ist die Steuerung nicht perfekt. Aber die Lichter sind erste Klasse. Spinnwanzen brauchen wir nicht zu fürchten. Und in den langen Tunnels gibt es viele davon. Du musst los. Es ist ein langer Weg. Du solltest keine Zeit vergeuden. Holy fuck, das ist so episch. Hört euch mal den Sound an. Oh yeah. Ziehen voll durch. Nur dahin leuchten, wo die widerlichen Viecher sind. Oh, ich kann sogar gleichzeitig schießen. Und ich kann aussteigen. Hauptsache, wir schaffen es in einem Stück dahin. Ich muss aber immer weiter nach vorne drücken. Brenn! Ich bin in die Hölle. Dürften die eigentlich ohne Probleme rauskommen.
können das nicht gar nicht ab. Kein bisschen. Ich verschwende hier keine Munition. Oh, die Pilze. Halt. Wollen wir aussteigen und gucken, was da ist? So, egal. Mal ein bisschen eine Detour machen. Aha, ich kann ja auch wieder Licht einschalten. Was auch, glaube ich, gesünder für mich ist. Oh. Ich kriege hier keinen Schlag. Böses Viech! Shit, alles immer verschlossen. Wow. Okay, ein bisschen Munition. Das ist das Mindeste, was wir hier finden können. Okay, hat sich doch gelohnt, mehr oder weniger. Viecher haben mich auch in Ruhe gelassen. Besser geht's doch nicht. Wow! Nö, 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 nö. Du musst brennen. Ja. Und weglaufen. Komm schon, weg hier. Ihr habt null Chance. Das ist das Licht der Gottheit. Mua. Haha. Ha. Wow! Okay. Schneiden wir nochmal hier vor. Oh, okay, ich gehe ja schon den Schalter drücken. Da ist aber auch noch was. Gasmaske habe ich. Och nö. Das Tor braucht irgendwie Strom. Yep. Irgendwo hier eine Tür, Tor, Dingens. Jaha. Na toll. Natürlich wimmelt sie wieder von den widerlichen Viechern. Fuck euch hier alle ab, ey. Ihr werdet hier nicht mehr rumkriechen. Geht da quasi nicht durch. Hey! Weg! Mein Feuerzeug killt dich! Brutzel, brutzel, brutzel. Ah. Okay, so viel Licht, wie wir nun kriegen können. Das Viech. Holy fuck, es kommen ja mal viele. Jawohl. Zup, 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 wir haben wieder Saft. Das Tor müsste aufgehen. So, trotzdem nochmal komplett außenrum. Ich glaube, hier war noch ein bisschen mehr als das, oder? Fuck you. Naja, anscheinend nicht. Boah, bloß hier raus. Ich hasse diese krabbeligen Viecher. So muss das sein. Oh, shit. Fisch. Und Fisch. Oh, fuck, Stalker. Müssen ja absteigen, da ist noch irgendwas. Mann, wie spannend man Tunnel designen kann. So was hätten die schon im alten Teil bringen müssen. Das ist ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Immer wieder vom Weg abweichen, gucken, was hier so ist. Aber hier kommen wir nie durch. Mies. Will aber auch nicht unbedingt aufspringen. Da liegt irgendwas. Oh, fuck, ey. Irgendwann werden mich die Viecher sowieso anfallen. Nur eine Frage der Zeit. Hallöchen! So, und hier komme ich schon nicht weiter.
Station. Oh, ich kann das schieben. Ah, doch nicht. Holy fuck. Läuft er mir hier hoch? Ich geh mal hier in die Seite rein. Oh! Nee, du isst heute nicht. Oh, shit. Möchte die Kugel mehr? Wunderbar, halbautomatisch. Oder vollautomatisch? Er sang vollautomatisch. Kann ich schließlich durchdrücken. Nichts, nichts, nichts. Kommen wir nur mal rüber. Fuck, diese Schlösser will ich am liebsten killen. Wirklich nichts hier drin. Kann doch nicht mal völlig umsonst kommen. Bisschen genauer noch umsehen. Nö. Gar nichts. Wenigstens konnten wir ihn davon abhalten, dass er die Leiche nicht frisst. Erfolg, yay. Ich werde meine Runde pumpen. Tödüm. Tödüm. Tödödödödüm. Ah, da haben wir das Pumpen. Oh yeah! Voller Wucht, bis das Ding platzt. Geh nochmal raus. Ich wette, wir können das Ding schieben. Das Baby muss genug Power haben. Schauen wir mal. Geht doch. Da war nicht gerade wirklich viel. Hey! Schöner Flip. Boah, wie schnell. Oh, shit. Zeit, den Filter zu wechseln. Na komm. Das ist aber fies. Du musst auch atmen, ihr Schweine. Wir bleiben mit uns stehen. Fuck, woher kommen die Stimmen? Oder atmen wir einfach nur schwer? What the fuck? Wieder zusammenbrechen. Was zum Teufel geht hier ab? Was? Die lösen sich hier auf? Du musst hier raus, du musst hier raus. Wow. Ich konnte dem widerstehen, aber... Das war's auch schon. Mehr war hier nicht? Creepy. Liegt noch nicht mal was rum. Außer die Shotgun. Ist das eine spezielle Shotgun? Ne, das ist ein Gewehr. Ha. Bei mir muss alles eine Shotgun sein. Das muss ordentlich fetzen. Okay. Schieben wir das Ding weiter. Mit voller Wucht.